Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect und die Kolonie Feroz braucht unsere Hilfe. Und die werden wir ihr heute geben. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Meine Kopfschmerzen werden weniger. Ich muss nur aufhören, an die Vergangenheit zu denken. Und dazu reden wir erstmal mit der Bevölkerung. Und, ne? Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Persönliche Fragen. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Und Feroz? Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber... Es ist alles etwas anders hier, was Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Das ist wahr. Und wie geht's Ihrer Frau? Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Und die Gate? Wissen Sie, wonach die Gate hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Und die Kolonie? Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faldan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum? Warum können Sie mir nicht sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faldan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Na ja, gut. Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Ich versuch's. Und wie geht's Kalanta? Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Was ist das Problem? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff. Es geht gleich sicher wieder. Keine sichtbaren Verletzungen. Aber sie leidet unter Schmerzen. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich was Psychisches sein. Okay, Davin Reynolds. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Gate uns nicht töten, werden wir verhungern. Lebensmittel? Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Was ist mit Sachen importieren? Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Gate konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum. Oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Sagen Sie es mir. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geht. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Joa. Und die Warenjagd? Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Geht angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Waren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Da kann ich wohl nicht so viel machen, ne? Oh, leichte Dechiffrierung. Die haben nicht viel, aber ich nehme denen noch das letzte. So, hier. Frachtloks. Bei der Dechiffrierung dieser Loks haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster geliefert. Die Lokerträger sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazon-System geliefert worden.
Ja, das ist blöd. Huch. Willkommen, Commander. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Gewinner mit Ahnen und verletzten May O'Connell. Gute Arbeit mit dem Lied. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Energiezellen der Normandy gehen auch? Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Na, guck ich mal, was ich tun kann. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Na dann. Ich weiß das zu schätzen. Und Macher Doyle? Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem... Was ist denn? Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geth übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Ich könnte Wasser einfliegen. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Dann mache ich das. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geth angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Oh Mann, alle, Faidan, verdammt, verdammt. Sie sind noch da draußen, aber wir haben sie etwas aufgehalten. Ich kann nicht besonders gut schießen, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ne, wir haben 1000 Aufgaben, ne, ja, Warenfleisch, Lieferung untersuchen. Servus, was? Gut, die Wasserversorgung sichern. Suchen Sie in den Tunneln unter Süßhaupt nach den Wasserventilen. Was ist denn hier? Da geht's zur Normandy, achso. Wir gehen aber nochmal zu Faidan zurück, weil ja alle sagen, ja, red mit Faidan. Faidan weiß das. Faidan hat deine Ahnung. Faidan ist der sichere Mann hier. Faidan. Das sind alles Mediamarkt-Mitarbeiter, sage ich dir. Alle auf Faidan verweisen. Commander, was kann ich für Sie tun? Ja, Leute benehmen sich komisch. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geth fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns. Okay. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So, dann... Wow. Gehen wir halt hier hin. So. Ach, ja. Gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen. Fahrstuhl zum proternischen Skyway? Ne, da will ich noch nicht hin. Das ist ja die Hauptmission. Knecke hier. Hier geht's ja nicht zur Normandy, wie ich erst beim ersten Mal dachte. Oh, Kacke. Oh Gott! Sie überrennen uns! Ja, ja. Oh Gott, ist wieder eine Kolonistin tot. Wo denn? So. Haben wir das? Traumhaft. Okay, perfekt. So, dann gehen wir mal hier lang. Gucken, was hier so ist. Aha. Oh, ein Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren. Ja, das versuche ich mal. Wieso? Das System ist noch nicht aktiviert worden. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig sind. Wir sollten nach einem weiteren Ventil Ausschau halten. Was meinst du, was ich hier gerade mache?
Oha. Alle weg. Alle weg. Gar kein Problem. Anna, was machen denn die Kuganer hier? Alle fliegen sie davon losgelöst von der Erde hier? Ah, hier ist noch ein Technik-Kit, oh. Ein Transmitterturm? Ach so, den sollen wir doch zerstören, ne? Sehr gut. Stufenaufstieg, okay. Wir haben 4 Punkte, die machen wir mal hier in die Chiffrierung rein. Da. Lava 2 Punkte, die kriegt sie in Erste Hilfe. Talia 2 Punkte, die kriegt sie in Dämpfung, komm. So. Was haben wir da? Ein Upgrade-Kit? Ah ja. Hä? Der ist weg, der Transmitter, meine ich doch wohl. Ich höre hier überall Wasser, ne? Aber wo ist das Ventil? Doch weiter? Ach, sehr. Na, wunderbar. Hallo! Dach hier, Dach hier, Dach hier. Alle dabei? Alle mitgenommen. Ein Traum. Wow! Hallo, Iron Newstead. Sie sollten nicht dort runtergehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Okay. Oh Mann. Das war hart diesmal. Alles in Ordnung? Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wie meinen Sie das? Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Ja. Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Kampf? Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Geben her, Mann, zappelt. Das. Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach. Uah! Achtung! Was? Oh. Jetzt? Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Okay. Alles klar, Junge, alles klar. Ich brauche noch Wasserventile, Leute. Oder wird das hier nichts? Was haben wir hier denn so? Ja, wie ist interessant. Ein Wasserventil. Das war's. Das System ist aktiv. Na dann. Firos Energiezellen. Suchen Sie hinter den Tunneln nach den verschwundenen Energiezellen.
Wir sollen auch den Alpha-Wachen töten. Achso. Wir sollen also nur noch den Alpha-Wachen und die Energiezelle finden. Okay. Das könnte man hinkriegen. Diese Tunnel sind ja jetzt nicht allzu unübersichtlich. Also sie sind jetzt nicht perfekt, aber es gibt Schlimmeres. Hier ist nix, nur Trümmer. Da geht's weiter. Da geht's zurück, ne? Nee. Wie geht's denn da lang dann? Aha. Ein Transmitter. Höchst interessant. Dann sind hier gleich auch Gegner, bitte ich. So viel Leid, so viel Tod. Und doch bleiben sie und... Wo ist der Transmitter? Ist das der, den wir zerstört haben? Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Gottes Willen. So, da hinten ist noch so ein Ausgang irgendwie. Da will ich auch mal gucken, was da ist. Der Warren. So wie es sich anhört und aussieht. Ja. So, das ist praktisch. Hauptsache, wir werden nicht reingezogen und das ist nicht weiter schlimm. Das war einfach. Oh Gott. Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtier-Rudels. Ein fehlerhaftes Objekt, das wir geöffnet haben. So. Ach, die Energiezellen. Schlammkanister. Damit hätten wir, glaube ich, alles, ne? Meine ich. Haben wir der ganzen Siedlung geholfen? War jetzt nicht allzu schwer. Na toll. Wie sind die denn wieder da? Okay. Machen wir das und... Ich muss mich ducken. Also, okay. Das war einfach. Perfekt. Schön, schön, schön. Man braucht einfach hier eine bessere Minimap, ganz ehrlich. Da müsste man nicht so oft auf die Karte gucken, glaube ich. Aber es freut uns, hier geholfen zu haben. Ich denke, wir haben viel für den Fortschritt der Kolonie getan. Auch wenn ich gern wüsste immer noch, was das für ein Gebäude ist, was so komische Tunnel und so komische Alufolien an den Wänden hat. So, sind wir hier richtig? Ist das da, wo wir hinwollen? Das ist der Fahrstuhl. Aber bevor wir zum Fahrstuhl gehen, gehen wir natürlich zu So-So, genau da. Mit vier Geschenken im Gepäck. Hallo, hallo. Hä? Lol.
Commander, was kann ich für Sie tun? Die Gate aufhalten. Ich habe einen G-Transmitter in den Tunneln zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Mhm. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Das haben wir schon besprochen, Commander. Ich kümmere mich um die Kolonisten. Und Sie sich um die Geht. Ja, gut, das machen wir. So, Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Okay. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Ja, viel dann. Glück, Commander. Tango? Also. So. Das hätten wir. Dann hier, Reynolds. Willkommen, Commander. Das Alpha-Männchen ist tot. Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich ihm. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Geht beseitigt sind. Auf Wiedersehen. Okay, bezahlen Sie einfach. Dann raus mit der Belohnung. Ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Wie Sie meinen. Ich hatte nicht vor, Sie noch weiter aufzuhalten. Oh Gott, ich wollte nicht so unfreundlich sein. Heieiei. May O'Connell. Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Na, dann sehen Sie sich... Cut, neu anfangen. Na, dann sehen Sie sich die mal an. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Und die wird sich über Wasser freuen. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geht loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Ja, das ist ja mal wunderbar. So, Lieferungen untersuchen. Wo muss ich denn hinreisen? Sie in das Amazonasystem im Voyager Cluster und starten Sie eine Untersuchung. Das mache ich irgendwann später mal. Ich muss erstmal hier über den Skyway die Gate besiegen. Wie komme ich denn da? Komme ich hin? So. Und hier. Und da gehen wir in der nächsten Folge rein. Bis dahin und tschüss.